Ja, Leute, willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wir sind noch immer in den Salzquellenminen. Was ist denn eigentlich dieses Lutz-Ding? Das wollte ich die ganze Zeit schon mal nachgucken. Laskus, du bist krank. Suche einen Heiler auf oder trinke einen Läuterungstrank, um dich selbst zu heilen. Haben dich mit dem Fluch belegt. Die Schweine. Minus 100% Blutungsresistenz. Naja, gut, das werden wir gerade so noch überleben. Ja, wir sind noch immer in den Salzquellenminen und suchen noch immer nach Use, den wir noch immer nicht gefunden haben. Ah, das war der Versorgungsschlüssel. Hat sich hier voll gelohnt. Ich meine, gut, immerhin große Heiltränke und so. Kommt, Kinders. Jungs, kommt der. Komm. Ich bin ja auch echt dazu geneigt, nachdem ich in irgendeiner der letzten Folgen die Chakrams mal ausprobiert habe, auch vielleicht irgendwann nochmal ein bisschen Magie dazu zu skillen. Jetzt versuchen wir das erstmal mit Macht und gucken mal, was wir da rausschlagen können. Aber ich wäre durchaus auch nicht abgeneigt, tatsächlich nochmal Magie mit dazu zu packen, einfach um die Chakrams effektiver nutzen zu können. War ich wirklich so lange hier unten? Ist mein Wahnsinn schon so weit fortgeschritten, dass ich die Gesichter der Verdammten vor mir sehe? Oder seid ihr es wirklich? Ich bin's ihr wirklich. Ihr seid es, bei den Büchern. Ja, Mann. Kommt näher. Lasst mich euch ansehen. Es ist eine Ewigkeit her, seit ich zuletzt ein vertrautes Gesicht gesehen habe. Ich bin hier, um euch zu helfen. Wirklich? Euer Erwachen hat mir in vielerlei Hinsicht nichts als Leid gebracht. Aber das ist nicht eure Schuld. Sie liegt allein bei mir. Moment, habt ihr dieses Geräusch gehört? Es könnten die Söhne von Lars sein, aber auch jemand anderes. Wer bist du denn? Wer seid ihr denn? Zeit zu bluten. Jäger der Weißen was? Hand. Ja, sprich mit der Hand, Kollege. Ja, den Bogenschützen, der geht mir ein bisschen auf die Nüsse. Lasst ihr mal Üge in Ruhe, bitte. Da muss ich gleich mal Turbo einschalten. Da kommen ja immer mehr. Ich switch mal wieder kurz auf die Dolche. Ich weiß nicht, die Dolche. Weiß nicht so recht, was ich von den neuen Dolchen halten soll. Hughes, was meinst du denn? Als wir uns das letzte Mal unterhielten, haben die Tuata mein Labor vernichtet. Jetzt sind es Attentäter. Wo ich auch hingehe, folgt mir die Zerstörung. Ja. Ich bin das alles so leid, mein Freund. Alles, was ich je wollte, war die Geheimnisse des Todes zu entschlüsseln und ein wenig Licht in die Schatten zu bringen. Das hier wollte ich nie. Ich danke euch. Nicht nur für euren Schutz, sondern vor allem dafür, dass ihr das einzig Gute seid, was diese Katastrophe hervorgebracht hat. Ich habe nur wenige Freunde, aber es freut mich, euch zu ihnen zählen zu können. Misstraut ihr Octien? Ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Und deshalb habe ich auch seit meiner Flucht aus Alistar vergeblich versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Wo ist er jetzt, wo ich ihn am dringendsten brauche? Moment mal. Beruhigen Sie sich. Ja, natürlich.
Er ist derjenige, dem ich am meisten vertraue. Und auch derjenige, der von meinem Tod am meisten profitieren würde. Ich bin so ein Narr. Octien steckt hinter diesen Attentätern. Und jetzt, wo wir beide zusammen sind, wird er versuchen, uns auch beide zu töten. Ach, das schafft er nicht. Warum habe ich das nicht vorher erkannt? Ah, wie kriege ich das hin? Wenn er den Seelenquell in Alistar reparieren konnte, braucht er mich nicht mehr. Nicht, solange er Ventrinho hat. Wen? Was? Wer ist Ventrinho? Ventrinho Descellini. Wir haben früher in diesem Labor zusammengearbeitet, an Projekten, die von Templer Octien gefördert wurden. Als wir jedoch den Auftrag erhielten, den Quell zu erschaffen, wollte Ventrinho jegliche Mittel nutzen, die uns zur Verfügung standen, ungeachtet möglicher Folgen oder Konsequenzen. Schließlich wurde er fortgebracht, während ich nach Alistar geschickt wurde. Aber wie es scheint, hat er seine Arbeit hier fortgesetzt. Zumindest lange genug, um diese Monster zu erschaffen. Wer sind die Söhne von Latz? Sie sind die belebten Toten, frühe Experimente auf dem Gebiet der Unsterblichkeit. Sie werden diese verfluchten Höhlen für alle Zeiten heimsuchen. Ventrinho hat sie nach einer mythischen Gestalt benannt, die sich von den Toten erhob. Er sah sie und erkannte ein Potenzial. Alles, was ich sehe, sind Abscheulichkeiten. Wisst ihr einen Weg nach Alabastra? Nein, ich nicht. Aber Ventrinios alte Aufzeichnungen deuten an, dass er einen Weg nach Alabastra kennen könnte. Ich frage mich, ob ihr Ventrinho möglicherweise schon einmal begegnet seid. Das wäre eine Erklärung. Keine Ahnung. Ihr wart auf seinen Quell eingestimmt, wurdet aber in meinem wiederbelebt. Bedauerlicherweise ist Templer Octien unsere einzige Möglichkeit, Ventrinho ausfindig zu machen. Und jetzt, wo wir von seinem Verrat wissen, wird es nicht leicht werden, diese Information von ihm zu erhalten. Wird Octien mit uns reden? Niemals. Die einzige Stimme, die er hören will, ist seine eigene. Wir können uns innerhalb der Grenzen Adessas nicht mit Octien anlegen, nicht solange wir auf uns gestellt sind. Es gibt jedoch eine Frau, die über die Macht verfügt, seinem Ansehen zu schaden. Templerin Joriel. Sie ist für ihre Weisheit und ihre Charakterstärke berühmt. Und soweit ich mich erinnere, sind sie und Octien in politischen Fragen nicht unbedingt einer Meinung. Kennen wir die? Wie kann Joriel uns helfen? Wenn es Joriel gelingt, Octien für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, erhalten wir Zugang zu seinen Informationen. Und dazu zählt auch der Standort von Ventrinios Labor. Wenn ihr das Mysterium eures Todes enthüllen wollt, werdet ihr Ventrinho brauchen. Er ist der Schlüssel nach Alabastra. Sucht Templerin Joriel in Adessa auf. Wir haben zwar nicht besonders viele Beweise, aber ich habe dennoch das Gefühl, dass sie uns helfen wird. Okay, Adessa. Ah, Adessa. Der jüngste und gleichzeitig großartigste Stadtstaat der Gnome. Dort regieren Wissen, Vernunft und Logik, ebenso wie Bürokratie und Intrigen. Ein kluger Gnom kann es in dieser Stadt weit bringen. Und ein weiser Gnom hält sich möglichst weit von ihr entfernt. Beweise. Das ist alles, was ich hinsichtlich Templer Octiens Verbrechen zusammentragen konnte. Untermauert wird das alles durch Beweisstücke aus Ventrinios Aufzeichnungen und Briefwechseln. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich irgendwann ein Druckmittel gegen Octien brauchen könnte. Und wie es scheint, hatte Ventrinho dasselbe Gefühl. Vergesst nicht, ihm in meinem Namen dafür zu danken. Kriegen wir hin. Jus. Ich bin Fomoros Jus, Scholar des innersten Zirkels der Kunst der Belebung. Der Seelenquell war mein Lebenswerk. Okay. Templer. Die Templer herrschen vom Forum aus und man kann in der Stadt nichts tun, ohne von einem von ihnen gefördert zu werden. Sie können mächtige Verbündete sein, aber man sollte tunlichst darauf achten, sie nicht zu verärgern. Ventrinho. Mein alter Kollege Ventrinho Descellini. Wir haben einige Zeit lang unter Templer Octien zusammengearbeitet. Er war ein brillanter Scholar, aber eine schreckliche Person. Ich habe Octien gesagt, dass man ihm nicht trauen kann und mich geweigert, weiter mit ihm zu arbeiten. Aber wie es scheint, hat ihn der Templer einfach in ein anderes Labor verlegt und ihm irgendeinen geheimnisvollen Assistenten zur Seite gestellt. Okay. Ventrinios Assistent. Ventrinios Aufzeichnungen erwähnen einen ausgesprochen fähigen Assistenten, der gemeinsam mit ihm den Quell getestet und Prismär gesammelt hat.
Seine Identität wird allerdings mit keinem Wort erwähnt. Wer auch immer er ist klug, einfallsreich und extrem gefährlich. Wenn wir ihn finden könnten, hätten wir vielleicht eine Spur oder sogar einen Weg nach Alabastra. Ja gut, wir erpressen Octien. Ach, so würde ich das nicht bezeichnen. Ihr führt in der Bibliothek einfach nur eine kleine Unterhaltung mit Octien. Und als Gegenleistung für eure Verschwiegenheit gibt er uns dann, was wir wollen. Ich weiß, es ist unerfreulich, aber wenn man mit den Templern zusammenarbeitet, fängt man irgendwann an, so zu denken. Das hilft einem, am Leben zu bleiben. Gut. Damit hätten wir doch die Hauptquest mal wieder ein gutes Stück vorangetrieben. Ein robuster Ring, was machst du? Leben und Mana. Naja. Brauchen wir nicht wirklich. Mensch, gut versteckt das Trüchchen. Meine Herren. Mit einem einfachen Heiltrank. Das ist ja mal gut. Gut, ich glaube, mehr brauchen wir auch gar nicht. Damit sind wir fertig. Ihr habt es nicht anders gewollt. Jo, Bots. Was willst du denn? Das war einfach. Ihr Lappen. So, ich muss jetzt erstmal auf der Karte gucken, gleich, wo überhaupt Adessa ist. Und überhaupt und sowieso und hast du nicht gesehen. Das ist dann offensichtlich Adessa. Steht auch dick und fett und breit dran. Ja, das trifft sich eigentlich ganz gut. Dann geht es als nächstes nach Menetyre. Wo wir auf jeden Fall diese Sache mit dem mystischen Hammer weiterführen werden. Danach nach Apotyre, wo das Sonnenlager ist, wo wir auch noch eine Quest haben. Und in Adessa quatschen wir dann mit Joriel. Das klingt eigentlich alles ganz cool. Wir markieren mal die Quest rund um den mythischen Hammer und sparen wir uns ein bisschen Weg. Komm, ein bisschen Weg sparen wir uns. Und ja, ich denke, wir gehen ins nächste Gebiet, ne? Weil, ja. Moment mal, muss ich jetzt. Nee, wir müssen hier runter, rechts. Okay, Brachlande, check. Das heißt, noch zwei Gebiete in der Türe. Und dann wartet noch Clurikon auf uns mit allen voran Mel Sanchir, wo wir ja hinreisen sollen. Und auch nochmal 1, 2, 3, 4, eigentlich 5, 6 Gebieten. Und schließlich Alabastra mit 1, 2, 3. Es sieht relativ wenig aus. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist Fortschritt zu erkennen. Was auch schlimm wäre, wenn nach 100 mit dieser Folge, 95 Folgen, irgendwie immer noch kein Fortschritt zu erkennen wäre, dann hätte das Spiel auch irgendwas falsch gemacht. Muss auch erstmal zum. Eigentlich müsste ich mal zu einem Heiler eiern. Hello, Mr. Crudog. Oh, Mr. Crudog. This is not very nice. Handwickel des Kühnen. Nehmen wir mit. Und ein Shrine, den nehmen wir auch mit. Und rechts eine geheime Tür, die nehmen wir auch mit. Tyrdons Angriff. Das klingt nach Moa-Offensiv-Power.
Mach auf! Die Bude. Wo ist das ein ganz seltenes Pflänzchen? Das sieht so... Essenz des Schicksals. Cool. Was war das noch gleich? Ich hab keine Ahnung. Robuste Feenklinge. Konsumgut. Essenz des Schicksals. Gegenstände. Wo ist sie denn? Ach Gott, wird schon für irgendwas gut sein. Alter, wir haben 940 Leben. Kann man mal machen. 644 Rüstung. Ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Hier ist noch ein Haufen. Mit Silvanit-Beinschienen. Ah, ich finde die Rüstung echt cool. Ist das jetzt so ein riesen Spinnen- und Krudergebiet? Was mir persönlich ein bisschen auf Eier gehen würde. Ich blocke doch, ich blocke. Ist ja nicht so, dass sie mir irgendwas könnten. Die beiden. Liegt ja alles an mir vorbei. Bin irritiert. Schaden machen die aber keinen, ne? Okay, ich bin... immer noch maßlos overpowered. Eroberer Stulpen. Und wir haben hier direkt schon den ersten... Stein des Frühlings. Ah, nee. Ach, sehr gut. Einer. Sind nicht meine, sondern unsere. Geteilt mit allen, die sie hören wollen. Doch bekannt nur den Alpha mit reinstem Herzen. Der Widerstand sucht nicht die Schwachen, sondern jene, die Zufälle erleiden. Und belohnt die großen Mysterien, die unter ihrer verborgenen Vision bloßgelegt werden. Wir lernen dies von Bayala Tirin. Der Weisesten, der Prophetin Lyrias. Beschwörerin ihrer Magie, Liebstes ihrer Kinder, Mutter der Dokalfa und Gründerin Ratiers. Okay, also wieder einer dieser, ja, größeren Steine. Frühling, ich weiß nicht, ob es da alle vier gibt, Frühling, Herbst, Sommer, Winter. War voll die richtige Reihenfolge, denn man kennt das ja, nach dem Frühling kommt der Herbst, dann der Sommer, dann der Winter. Wissen die wenigsten, ist aber so, Freunde. Freund, es ist so, ich gehe hier hoch. So. Geht's hier noch weiter hoch? Da unten oder rechts oder oben oder wie auch immer ist auf jeden Fall ein Questgeber. Da rechts ist ein Schrein und da links ist ein Stein. Mitarus Schutz. Nehmen wir doch mit. Na, du dicker Onkel. Ohne Witz. Jetzt kniet er da. Bewegt er sich noch? Der dicke Lutz. Okay, Fatty McFat ist ein One-Hit. War da nur einer? Da waren doch eben noch mehr. Da waren doch noch mehr, da fliegt was. Es sah gerade kurz aus wie ein Fisch, aber es war ein Vogel. Er braucht nur einen Namen, der Baumeister. Wie der Wind oder der Blitz oder das Morgengrauen. Durch seine Anwesenheit begann ein neues Zeitalter. Die Könige des Südens erhoben sich. Sie waren die Herren der Wüstensee.
Okay. Gebietskarte. Da ist der nächste Stein, den ich ehrlich gesagt mitnehmen möchte. Die Truhe sieht aus, als stünde sie weiter oben oder weiter unten, aber nicht auf unserer Ebene. Zumindest sieht das von der Karte her so aus. Ich guck trotzdem mal nach, man weiß ja nie. Alter, hier sind voll viele Steine schon in der Nähe. Ich würde aber sagen, okay, die Truhe ist nicht hier. Um die Steine und um die weitere Erkundung von Menetyre kümmern wir uns beim nächsten Mal. Ich sage an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.